Hier, Torbogen. Gut. Meine Güte. Okay. Im Prinzip dann. Nee. Hier hatte ich es probiert. Da hatte ich es auch probiert. Hier wird allerdings gar keiner geworfen. Und hier? Nee, der liegt im Schatten. Ich probiere jetzt mal eine verrückte Idee. Weil im Prinzip ist der einzige Torbogen, der jetzt noch was wirft, der hier. Ich gehe jetzt einfach mal zurück. Versucht mich aufzuhalten. Aha. So, und hier dann? Ah, da haben wir ja einen Torbogen. Hallo. Moment mal, ich habe einen Torbogen gehabt. Will das Ding mich verarschen? Leute, ich weiß gerade nicht, woran das liegt. Ja, seltsam. Also irgendwie habe ich es leicht in Erinnerung. Aber naja, gut. Kann man wenigstens Kugeln formen. Ach, meine Güte. Dabei wollte ich hier so schnell wie möglich durchkommen. Und ich sehe schon wieder kommen, wie jetzt dann wieder alle Leute in den Kommentaren schreiben werden. Du hättest auf das und das achten sollen. Memme, du bist kacke, du bist mies, du bist bla bla bla. Und das Schlimme ist, solche Leute gibt es tatsächlich, die dann unbedingt meins müssen sich so dermaßen aufspielen. Und dann nie den eigenen Beweis vorgelegt haben, dass sie das Ding jemals selbst gespielt haben. Wahrscheinlich sind das dann wieder die Leute, die irgendwo bei Spielehilfe.de oder so nachgeguckt haben, nur um einen Kommentar zu verfassen. Ja gut, es gibt auch Leute, wo das auch wirklich gespielt haben, deren Meinung akzeptiere ich dann aber auch. Aber, ja. Ich habe halt schon beide Sorten Leute gesehen. Von dem her kann ich ein bisschen zynisch sein. So, nee, Moment. Das war ja dann nochmal zurück. Oder? Nee, Quatsch. Jetzt weiß ich gerade selber nicht mehr. Ja, doch. Jetzt wollte ich einmal zurückgehen. So. Lalalalalala. Basiert aber, glaube ich, auch ein bisschen auf diese Geräusche, wo dann kommen. So, den nehme ich jetzt nicht nochmal. Du wirfst keinen. Ach, hier. Den nehme ich mal. Ach, das war dann also doch der andere. Leute, ich klopfe ihm hier mal kurz durch. Wir sehen uns dann gleich wieder. Wow, Leute, ich bin gerade ein bisschen von mir selbst erschrocken. Gerade in dem Moment, wo ich auf abgeschalten gedrückt habe, also eben Pause für euch, hat der Postbote geklingelt. Das war ja mal wieder richtig Timing. Ja, ich habe mich schnell wieder an die Stelle vorgeprügelt, war eine Sache von 2 Minuten und bin dann auf der anderen Seite durchgegangen. Also keine große Geschichte, aber naja, war am Ende doch richtig gutes Timing. Irgendwie sah ich sowas schon kommen. Naja, behaupte ich jetzt. Aber wer will mich kontrollieren? So, lass doch mal gucken. 400 Ocken. Kann ich vielleicht, nee. Stile vielleicht Ganzlinger mal? Nee. Kosten alle noch. Aber was ich mal machen kann, ich kann ein paar Objekte kaufen. Goldene Kugel 2? Hui. Ich müsste mal öfter sterben. Nein. Das habt ihr jetzt nicht gehört. Weihwasser kann nie schaden, ein bisschen Weihwasser dabei zu haben. Wobei, was denn noch? Nö. Okay, ansonsten sind wir happy. Gut, gehen wir doch mal unseren kleinen Lachsack besuchen. Hallo Lachsack, ich komm dich besuchen. Kuckuck. Da bin ich. Was denn das für ein Ding?
Fußball! Vom Nachwuchs erschlagen. Glad I got your attention. I was beginning to feel a little ignored. You may jest, but the kindest fate I offer is to unify and spend eternity with a child of mine. Ja. There's a pin in this ass. Though a fight every now and then does make life a little more interesting, don't you think? Junge, was hast du eigentlich mit diesen Dämonen-Tussis? Erst die olle Trulle mit ihrer Axt in Devil May Cry 3, jetzt die hier. Gibt's da etwas, was er uns sagen möchte? Ich weiß es nicht. So, weißt du was? Ich kürze die ganze Sache mal ein bisschen ab. Einfach nur, weil ich jetzt vorhin die ganze Zeit in der Landschaft rumgerannt bin. So. Ah. Hasst mich dafür, nur weil ich's mache. Ist mir scheißegal. Dann kann man wenigstens tönen. Hey, ich hab das ohne Weihwasser gespielt. Du bist kacke. Eben das seine. Ach. Boah. Kannst du mal bitte damit aufhören, immer nur diesen einen Move jetzt abzuziehen? Andererseits, das tut eigentlich ganz gut. Ach ja, doch, doch, kann man nicht mutzen. Ah, da ist sie ja. Du, du, du. Na, komm her. Du, du, du. So, stingern wir mal ein bisschen. Boah, wir haben sie fast unten. Nicht übel. Na gut, mit Weihwasser jetzt schneben. Na, komm. Schön abkacken. Na? Ach komm, sei brav. Ja, ich weiß, das macht dir zwar keinen Schaden, aber füllt mein Leben wieder auf. Ah, jetzt hab ich dich. Ach, schade. Na? Moment mal, die hat mich erwischt. Huhu. Na, 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 krieg ich sie noch klein? Ach, schade. Huhu, aber jetzt passt. Ach, wenn ich schon mal hier bin, ein bisschen den Nachwuchs zerkleinern. Mensch, schaffe ich sie so? Komm, ich knall dich ab. Ich knall dich ab. Lustig. Ups, ein bisschen Kaffee auf den Controller verteilt. Ich hoffe, der hält das aus. Boah, ich hasse dieses Ding. Sieht zwar stylisch aus, aber absolut nicht meine Waffe. Faker, du hast das Ding nicht mal berührt. To the go. Ja, Gilgamesh. Im Prinzip dasselbe wie Beowulf in Devil May Cry 3. Ist nicht wirklich so meins, also nicht wirklich. So, den können wir mal wieder abschalten.
Wenn ich aber schon mal hier bin, so, den Nachwuchs mache ich mal noch kaputt. So. Hier war nichts mehr. Gut. Da drüben. Oh, oh, oh. Gott. Ah, bin ich blöd. Da hätte ich aber noch schön abkassieren können. Na, schade. So, hier ist dicht. Dann würde ich mal behaupten, der einzige Weg, der noch frei ist, ist der hier. Gut. Ja. Also ihr habt jetzt schon gesehen, wir dürfen jetzt den Mist wegräumen, den Nero nicht weggeräumt hat. So, meine Fresse. Fast 20 Minuten verballert nur, weil ich den blöden Weg nicht gefunden habe. Und sowas ist euer Kommentator. Schlimm. Na gut, machen wir mal weiter. Ach ja. Mission beginnen. Spann ich erstmal ein paar Power-Ups. In dieses olde Beowulf-Abklatsch-Imitat werfe ich sowieso nichts. So, und wir kommen zurück. Hallo Heimat. Und ich will noch immer wissen, wer sorgt dafür, dass das Ding raus und runterfährt, wie es möchte? Ja, macht Sinn. Und hier die absoluten Nervgegner im ganzen Spiel. Ich hasse diese Bastarde. Wenn die euch schnappen, ziehen sie euch in eine... Och, Moment, warum hast du das Ding ausgewählt? Das will ich doch gar nicht. Ja, wenn die euch erwischen, wenn ihr gerade hier irgendwo rumsteht, dann ziehen sie euch in dieses olle Baumlevel runter, wo wir auch gelandet sind, als wir mit Nero auf diesen ollen verschwindenden Plattformen rumgedappelt sind. Ne? Erstmal ein bisschen Blattwalzen, die Typen. Ne? Ach ja. Und man trifft sie nur sehr selten. So, komm. Hier liegt ja was. Ach, wisst ihr was? Leckt mich. Ich hasse die Typen. Ich schaue zu, dass ich hier schon so schnell wie möglich wegkomme. Aber wenn ich mich schon mal zu fassen kriege, spamme ich ein bisschen. Ein Angriff. Oh, komm schon, du Bastard. Ach, Gott sei Dank. Ich dachte schon, der hätte jetzt gesagt, hey, ich hab dich erwischt. Obwohl es gar nicht passt. So. Ich schaue zu, dass ich hier schnell wegkomme. So, wo ist er denn? Immer schön in Bewegung bleiben. Na? Oh, 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 oh. Das hätte fast ein Ende gehabt. Eines, das mir nicht gefallen hat. Ah, Mutter, du! Hässlicher, kleiner Bastard! Boah, ich hau hier ab. Ich mag die Drecksviecher nicht. Und hier kommen gleich natürlich auch wieder ein paar Dutzend. Boah, nee, das Spiel ist ja nicht kompliziert genug. Nein, man muss auch noch solche Viecher einstellen. Na, komm her. Na, komm her. Na? Ah, da ist er ja. Kleine, dreckige Kakerlake. So, zumindest den schon mal weg. Fast. Na? Irgendwie werden die ausbeuten auch immer kleiner. So. Immer versuchen, ein bisschen Sichtfeld zu haben, weil wenn der Gegner im Sichtfeld ist, kann es sehr leicht passieren, dass die Viecher unbemerkt unter euch auftauchen und euch dann eben wegschlurpsen. Und das kann nervig sein. Ihr habt ja keine Ahnung davon, wie nervig das sein kann. Na gut, die, wo das schon mal gespielt haben, natürlich schon. Ach, und unser Captain, ich bin cool.